Ist es klug, oben lang zu gehen? Ich weiß es nicht. Ich vermute mal nein. Ich tue es trotzdem. Ich tue es trotzdem und renne mein Verderben, stimmt's? Vermutlich. Vermutlich werde ich nicht mehr nach unten kommen. Genau. Sackgasse. Tja, Sackgasse, Leute. Das heißt, 60 Sekunden warten. Jo, servus, Leute, zum weiteren Part. Ja, das ist das 2. Wir sind immer noch bei unserem lustigen... Giannas ist das Heck. Von T7A3. Und nun sterbe ich jetzt da? Was ist denn das, Alter? Was ist denn das? Was ist denn das für Dingens? Wie funktioniert das hier? Was muss ich da tun? Also ich kann da durch. Ich kann auch wieder zurück. Ah ja. Aber wie komme ich da rein? Gar nicht. Hä? Wie komme ich zu dem Item? Und vor allen Dingen, warum ist es ein Ball? Ich habe doch schon einen. Da ist der Blitz, den wir die haben. Ach, ich kann mich an dieses Level erinnern. Oh oh. Ich kann mich sehr gut daran erinnern. Bei diesem Level habe ich beim ersten Mal Let's Play geflucht ohne Ende. Und nun fluche ich wieder, ich muss unten rum. Ich kann mich dran erinnern, Leute. Wie war das nochmal? So, jetzt holen wir uns erstmal. Verdammt. Seitdem wollte ich sagen. es ist die Wollenausgangen. So. Geh weg, geh weg, geh weg. Und du Ohrschluch. So ein Pumpkin, so ein Pumpkinhead-Arsch. Ja, ist denn schon Halloween oder was? So, geh weg. Geh bloß weg. Geh sterben oder sonst was. So, ich muss... Ach, komm schon. Ich muss da unten runter. Ich muss unten rum, das weiß ich noch. Jetzt müssen wir erstmal den Kasper hier bashen. Damit er mir nicht mehr auf den Sack geht. So. Jetzt gehen wir nachher. Und das ist falsch. Wie war das nochmal? Wie ging das nochmal? Das hat irgendwas mit Steinen zu tun. Ich glaube, in den Blöcken oben drüber sind Steine. Oh oh. Oh oh. Jetzt bin ich gefangen. Genau, so ging das. Auf das muss man erstmal kommen, Alter. Als wäre das nicht schon tricksy genug hier. Aber wir haben es geschafft. So, und nun Blind Chamberai ins Nichts. Geschafft. Da unten ist ein Bonusraum. Da pfeifen wir drauf. Oh, jetzt geht sowas hier wieder los. Ich mag's ja, ne? Komm ich ganz drüber. Giana, streng dich an. Sprech's. Jawohl. Und nun da rein. Ach, Menno. Überall diese Bälle. Was ist gescheiter? Oben lang oder unten rum? Das war schon mal falsch. Ach, Menno, bin ich wieder hier. Also, erstmal Item schnappen. Auf den Pumpkin warten. Den bashen. So. Oh, das war dumm. Geht's noch? Ja, es geht noch. Sehr schön. Das Level macht mir ein bisschen fix hier. Das macht mir ein bisschen fertig. So. Trixie-Mechanik hier. So. Jetzt müssen wir uns bloß überlegen, wie wir am Bällchen vorbeikommen. Oh, das war, glaube ich, Mist. Den hätte ich nicht wegmachen dürfen, den Block. Aber es funktioniert noch. Ah, Moment mal, kann ich das da oben runterholen? Aha. Aha, aha. So geht es also. Geschafft. Mann. Drum war der Checkpoint da hinten. Damit man noch schön an ein Item kommt. Denn ohne Item keine Chance, den Levelausgang zu betreten. Ist ja interessant.
So, Stage 32, Leute. Man sieht einen man sieht einen minimalen Farbunterschied. Der eine ist knallgelb und der andere, der ist so leicht grünlich. Den leicht grünlichen können wir bashen. Und dann aufpassen, dass man nicht runterfällt, Dosten. Den gelben können wir nicht bashen. Also machen wir das hier nochmal. Der ist bashbar. Bashbar. So, sehr schön. Und, ups. Oh, Item. Oh, Mann. Oh, das ist dumm hier. Oder? Ich komme da nicht rüber. Ich hau mir den Kopf an. Ich muss das so rauf, jawohl. Und nu? Alter, ist das mies gemacht. Geschafft. Oh, jetzt wird's noch mieser. Geh weg! Mann! Oh, ich habe keine Ahnung, ob der bashbar ist. Ich weiß es nicht. Es sieht auf jeden Fall böse aus. Ist es klug, oben lang zu gehen? Ich weiß es nicht. Ich vermute ja mal nein. Ich tue es trotzdem. Ich tue es trotzdem und renne mein Verderben, stimmt's? Vermutlich. Vermutlich werde ich nicht mehr nach unten kommen. Genau. Sackgasse. Tja, Sackgasse, Leute. Das heißt, 60 Sekunden warten. Bis der ominöse Time Dance kommt. Bis der Time Dance eintritt. Und dann können wir das Level hier nochmal machen. Na gut. Hinterher ist man immer schlauer. Ich hab's versucht. Aber das passiert nun mal, wenn man denkt, man ist schlau und kann so ein Level skippen. Das mögen die Levelersteller nicht. Nein, das mögen sie nicht. Ja, obwohl die Sekunden relativ schnell sind, ist es doch ziemlich langsam. Mal, wenn man so bewusst mal auf eine Minute achtet, merkt man erst, wie lang so eine Minute sein kann. So im normalen Alltag, im normalen Leben vergehen die Minuten ohne Ende. Aber bewusst mal drauf achten, so eine Minute ist ewig lang. Und Time Out. Sehr schön. Jetzt müssten wir rein theoretisch wieder von vorne anfangen, ja. Wege, check the point und so weiter. Der wird nämlich wieder zurückgesetzt, wenn man eines Time Deaths stirbt. So. Du fall runter. Jawoll. So, ich hätte gern das Item und jawohl und dann auf. Das ist schon wieder mega tricksy, das Level hier. So, und auf. Und dieser Abschnitt hier ist böse, den habe ich vorher nur durch Zufall geschafft. Ups, alter Knopf. Jetzt weiß ich allerdings immer noch nicht, ob der Kunde hier bashbar ist. Wir werden es nur rausfinden, wenn wir es tun. Kartoffelmo, Mann. So, jetzt sind wir unten hier. Jetzt sind wir im bösen Abschnitt. Abbröckelnder Boden. Wohin das Auge reicht. Und wir haben immer noch keinen Check the Point erreicht. Ungeiler Scheiß. Geht weg von mir. Geht weg von mir. Ich tue euch nichts, tut mir auch nichts. So. Nein, ich will nicht da oben rauf. Ich will da rauf. Ups. Oh, verdammt. Dieses Mal hat es nicht geklappt. Ist das hier die letzte Stage? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, es waren 36 oder 38 Level. Oh, das ist der gelbe. Oh, verdammt, das war nicht der gelbe. Das war... Jetzt habe ich mich selber getäuscht. Erst noch so intelligent. So klug daherreden, ne? Von wegen hier, zack. Von wegen hier gelb und leicht grün und so. Und dann täusche ich mich selber im nächsten Augenblick. Was soll's. So. Jawoll. Wir holen das Item. Und machen das nochmal hier. Das muss schaffbar sein jetzt. Ups. Das hier mit der Piranha ist halt... Ist es halt mega tricksy hier, da muss ich wieder timen. So nicht. So nicht. Dosten. So ne. Das war schlecht getimed. War das überhaupt getimed? Hast du dir überhaupt Mühe gegeben? Ich habe irgendwie das Gefühl, nein. So. Oh, Minio, war ja auf der Plattform gestanden, dann frisst er mich.
Das ist hier in diesem Spiel ja so komisch gelöst. Ist in Mario besser umgesetzt? Muss ich mal so sagen. Gut, dafür können die Heckersteller nichts. Das ist auch im Original so. 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 Das hier ist böse. Boah. So, der Kunde ist bashbar, haben wir gelernt. Und der Kartoffelmo ist auch kein Problem. Das Problem ist hier der Adler. Und der Gummizipfel. Und. Gegner gespamme, aber wir haben Jack the Point erreicht. Ist ja geil. So, verpiss dich hier. Oh, ich kann ihn bashen, dann kriege ich vielleicht das Item noch. Jawohl. Ah, durchgefallen. Mann. Durchgefallen. Warten wir mal, bis der Gummizipfel weg ist und dann bashen wir als erstes mal den Adler. So. Item. Und spring, spring. Lauf, 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 lauf. Ups. Och, Minjo. Die ominöse blaue Fledermaus. Die ist nicht bashbar. Hoppala, ich habe den Gummizipfel übersehen. Das war Hardcore-Penetration, habt ihr gesehen? Das Ding ist gestanden wie eine Eins. So. Also, auf ein neues hier. So. Ach, Menno, die scheiß Fledermaus habe ich nicht im Fokus. Vielleicht wird sie jetzt mal was. Doschen, denke. An die Fledermaus. Nein, denke nicht dran. Das bringt dich nur durcheinander. Dieses Level ist. Trixie, mega böse. So. Oh, Mino. Schmürze da ab, die blöde Kuh. Schon wieder so ein Abschnitt hier, der mir nicht gelingen will. So. Item. Und rauf. Und daher. Hä, wie soll das gehen? Hä? Muss ich oben lang oder unten lang? Oder wo muss ich hin? Das hätte ich mir vielleicht vorhin mal anschauen sollen. Bevor ich hier große Töne spuck. Wo ich da genau lang muss. Ich glaube hier oben. Anders geht's ja nicht. Unten rum ist, glaube ich, nicht möglich. Ich probiere es nicht. Oh, Zaccaronis! Och, Mino, da kommt der Adler. Wer platziert denn da oben einen Adler hin, wenn da schon die Zaccaronis kommen? Wer macht denn sowas? Das ist doch nicht lustig. Das ist doch. Das macht doch keinen Spaß. Sowas macht keinen Spaß. Das macht einfach keinen Spaß, wenn man schwere Passagen noch schwerer macht. Das ist nicht lustig. Nein, ist es nicht. So, verschwindet er wieder? Na, natürlich nicht. Mann. Was mache ich mit dir, Kollege? Was mache ich mit dem Adler? Ja, genau. Kommt noch ein Kollege? Mann. Das finde ich jetzt wieder ein bisschen minimalst übertrieben. Mir da noch so einen Unkaputtbaren hinzusetzen. Als würde der normal nicht schon reichen. Finde ich ein bisschen. Wie sagt man heutzutage? Lame! So, so. Komm, verpiss dich, Alter. Hä, wo muss ich hin? Hier nach unten? Alter Schwede! Gott sei Dank haben sie da einen Pfeil hingesetzt. Hätte ich jetzt wieder rumsuchen dürfen. Oh, hätte ich wieder geflucht. Nächste Stage. 33. Im Original ja die letzte Stage gewesen. Ach genau, das Wolkenlevel. Hier ist es andersrum. Hier sind die Blöcke alle fake. Und wir können nur auf den Wolken stehen. So. Das ist ganz witzig gemacht. Alter Schwede. Alter Schwede. So, jetzt muss ich gucken, dass ich da raufkomme. Alter Schwede und schon schmich ab. Sind wir wieder im Hardcore-Abschnitt. Ja, ich glaube, wir verlassen den Hardcore-Abschnitt gar nicht mehr. Alter Schwede.
Und Power Up. Und kann ich da drauf stehen? Nein, oder? Doch, es geht. Oh, ist aber gemein. Es gibt also... Es sind also nicht alles Fake-Blöcke, bloß ein paar. Geh weg, Alter, was machst denn du da? Oh, ist wieder so ein Zielsucher. So eine zielsuchende Fledermaus. Sterbe ich jetzt da? Nein. Verpiss dich. Erinnert mich ein bisschen an... an einen Gremlin? Du kommst... genau. Lauter Adler, oder was das sein soll. Was ist das hier? Vögel? Vögel? Verdammt. Vögel ist schon klar, aber was für Vögel? Sind es Adler? Der Adler der Giganten. Und da ist die Nervensäge, Fledermaus. Ja, ihr merkt schon, ich kämpfe wieder. Doschen ist hier am Kämpfen. Verbiss dich halt mal. Doschen ist hier wieder am Kämpfen. Also minimalst halt zumindest. Ein bisschen halt. So, Fledermaus. Verpiss dich. Verpiss dich. Verpiss dich. Mach dich vom Acker. Oh, da oben wäre ein Item gewesen. Verdammt. Wollt sie kein zweites Mal springen, unsere Gianna? Hat sie den Dienst wieder verweigert? Die Emanze. So. Über die Fledermaus. Die ist ja echt nervig hier. Ich hasse Fledermäuse. Warum entspawnt das ganze Zeug hier? Auch die Adler verschwinden plötzlich mittendrin. Ist das ein Bug? Ups. Nein, da ist der Bug und da ist der Drache. Und wir haben es geschafft. Der ist nämlich auch aus irgendeinem Spiel, habe ich gesehen, dieser Endboss da. Kann jetzt bloß den Namen nicht mehr sagen. Von dem Spiel. Ah, das war die Bonus-Stage. Bonus-Stage 34. Mal lockerflockig geschafft, das Level. Stage 35. Jo, genau. Alter, was ist denn das? Ein Block als Gegner? Tötet der mich? Nein. Ach, ich hätte da drauf müssen. Ich verstehe schon, damit ich da runter... Ah, ich verstehe. Ist das... Das ist interessant. Doch, das ist interessant gemacht. Tötet er mich so? Nein. Doch, das ist interessant gemacht. Jetzt muss es bloß noch klappen. Jetzt muss es bloß noch funktionieren, hier die Schoße. So. Doch, das geht. Das geht. Das geht sogar richtig gut. Ups. Oh, oh. Mini-Block. Verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. An dieses Level kann ich mich gar nicht erinnern. Überhaupt nicht. Es sagt mir gar nichts. Spring halt. Mann. Sie hat den Dienst verweigert. Oh, das war dumm. Das war dumm, jetzt ist der Block weg. Na gut. Einmal Selbstmord bitte. Eine Selbstmord, Gianna. Wir müssen auf dem Block. Auf dem Block. Auf dem Block. Bleibst du da? Wollte abhauen, der Block. Ups. Warum ist das hier so glatt? Das kommt gleich nach Eisscheiß. Ups. So, jetzt wird's lustig hier. Mann. Und da ist ein Zacken. Ein kleiner Zackeroni. Tötet der mich wahrscheinlich. Ups. Alter, ist das mies gemacht hier. Und nu? Muss ich jetzt da drauf übers Feuer drüber? Mann. Und dann da auf. Und dann da drauf. Alter Schwede. Und Blind Chamberai. Oh, schaffe ich, schaffe ich. Ja, genau. Blind Chums und Trolling ohne Ende. Das sind so die Hauptdinge dieses Hacks. Er hat wahnsinnig viele interessante Elemente. Die muss ich ja zugeben. Der ist. Stellenweise hochintelligent gestaltet. Aber er ist auch so wahnsinnig trollig. Was das Ganze wieder schade macht. So. Nein, daneben. Trollerei. Gut, das war jetzt die Feuermechanik. Das hat jetzt mit Trolling nichts zu tun gehabt. Die ist auch im Original nicht besser. Die Mechanik hier. Oh, oh.
Einblock-Passagen, ne? Ich lieb's ja. Nicht. Ups. So, übers Feuer. An die Kante. An die Kante, Gianna. Doch, ich glaube, das Level macht ein bisschen Probleme. Mich wundert es, dass ich mich nicht daran erinnern kann. Ich glaube nicht, dass ich es beim ersten Mal so locker flockig gezockt habe. Da muss ich direkt mal alles Let's Play nachschauen. Ich kann mich null an dieses Level erinnern. Finde ich komisch. Aber bis jetzt haben wir auch noch nicht viel gesehen vom Level. Vielleicht kommt es ja noch. War da unten was? Ich bin jetzt kurze Zeit gestanden auf irgendwas. Och, Menu. Steck schon wieder fest hier in Stage 35. So. Auf ein neues. Von Block zu Block, bis der Durchfall kommt. Da war er, der Durchfall. Er ist doch schon durchgefallen. Aber wir kriegen das Level hier. Wir kriegen das. Wir schaffen dieses Castle. Wir schaffen das. So. 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 Und nun die Trixie-Stelle hier. An den Rand, allerhand. Auf dem Blob. Blind Chamberei. Und Vögel und Fledermaus. Und zu nah ans Feuer. Ach, Menu. Muss ich in dem Stress hier auch noch... Oh, ich habe den Checkpoint erreicht. Ist nett. So. Und nu? Wieder blind? Mann. Warum bin ich jetzt so weit rechts? Das ist gemein. Ich sehe nämlich nicht alles. Normalerweise sieht man mehr vom Level. Jo, genau, Alter. Hört doch komisch geil rauf. Wie geht denn das? Muss ich von dem oberen, was auch immer das sein soll, von dem oberen Splitter nach oben springen oder so? Oh, Mino, zu weit im Feuer gewesen. Komm, das Level schaffen wir noch, bevor wir den Part beenden. Das schaffen wir noch. Oh, Mino, so nicht. Aber allzu viele Parts wird dieses Projekt auch nicht mehr haben. Kommt drauf an, wie schwer die nächsten Level noch werden. Aber ich schätze mal so 3 bis 4 Parts noch. Und dann noch ein kleines bisschen Backtracking. Und dann war's das schon. So, von hier aus muss ich rüber. Ja, genau. Das weiß man doch nicht, Alter. Sowas weiß man doch nicht. Das hat hier was mit dem Checkpoint zu tun, oder? Dass man da so weit rechts steht. Gehe ich mal davon aus. War anscheinend anders möglich. Ja, wo hätte man denn sonst den Checkpoint? Verdammt, den Checkpoint setzen sollen. Ja, hier vielleicht. Hier unten vielleicht. Aber das mit dem Feuer ist schon gut. Hier den Checkpoint zu setzen. Verdammt. War okay, war okay. Es ist nur mies. Das mit dem Feuer ist mies. Und jetzt bin ich gespannt, ob ich das hier mal hinbekomme. Ich könnte mal da unten reingucken, aber da geht's nicht rein. Nein, da kommt eine Pumpkinhead. So, und drüber und unten lang. Sehr schön, und der Drache. Ja, genau. Wie geht denn das? Was soll jetzt da tun? Ich kann nicht ballern. Ich muss rechtzeitig oben drüber springen. Ist schon böse gemacht alles. Try and Error. Alles Try and Error. Jeder Versuch wird meistens mit dem Tod bestraft, wenn man nicht genau weiß, was zu tun ist. So, unten lang. So. Verdammt. Aber so in etwa muss ich es tun. Wenn er nach unten geht, sofort oben drüber. Hoffentlich bin ich schnell genug. Oh, ich fall da durch. Ja, ich dachte, ich kann da stehen. Aber nein, kann ich nicht. So. So. Verdammt. Abgeschmiert. Abgeschmiert. Schon war sie weg, unsere Gianna. Hö. Na gut.
War ich wieder zu nah am Feuer? Ungeil. Ungeil, ungeil. So. So, und drüber. Und jetzt so schnell hier. So. Und hoffen, dass das jetzt hier klappt. Ich muss auf den Drachen aufpassen. Unten durch. So. Oben drüber und rein ins Ziel. Traum. Traum, Leute. Dann beende ich jetzt hier den Part. Nächste Stage. Schauen wir uns im nächsten Part an, Leute. Stage 36. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Daumen nach oben tut nicht weh. Abonnieren nicht vergessen. Und ich sag Servusle. Bis zum nächsten Mal. Eier Dosten.